Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch wieder. Sag mal zu dir selbst, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Philipper 4, Vers 13. Er, Jesus Christus, in mir. Sag das mal zu dir selbst. Und zum Abschluss der Woche gehen wir mal zum Epheser. Epheserbrief 3, Vers 20 bis 21. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche, Leib Christi, und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Amen. Heute zum Wochenende möchte ich gern mit euch noch zu einem Psalm gehen, der so, ja, einfach diese Woche so richtig voller Dankbarkeit ausklingen lässt und voller Gottvertrauen. Gehen wir dann weiter. Es ist so wunderbar. Psalm 95. Und ich lese jetzt zu Beginn in der katholischen Einheitsübersetzung und vielleicht dann noch in der neuen Genfer Übersetzung. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, das er gemacht hat. Das trockene Land, das seine Hände gebildet. Kommt, Vers 6, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Verhärtet euer Herz nicht. Amen. Das war Psalm 95, 1 bis 8. Kraftvoll, oder? Lesen wir es noch in der neuen Genfer Übersetzung. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen. Und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott. Und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Amen. Welch eine wunderbare, kraftvolle Bibelstelle. Zu wissen, alles ist Gottes Hand und alles ist Gottes Hand. Er hat das letzte Wort. Er ist ein guter, ein liebender Vater. Und seine Gnade, seine Güte, seine Treue, seine Barmherzigkeit,
sein Frieden, seine Liebe ist so groß zu uns Menschen, dass wir einfach wirklich nur voller Dankbarkeit und Gottvertrauen auch direkt vor ihn gehen können, vom Thron seiner Gnade, alles mit ihm besprechen können. Und ich wünschte, dass du mit dem Herrn heute zum Wochenende mal das, die ganze Woche einfach reflektierst. Alles, was du lernen durftest, was gut war, was du hättest können vielleicht besser machen, was du gelernt hast, was du, ja, woran du gewachsen bist, was du erlebt hast, wie viel Freude du erlebt hast und dir bewahrt hast. Besprich heute mal, reflektier mal diese Woche und dann spüre in dich hinein, wie deine Dankbarkeit wächst. Und mit dem Wachsen deiner Dankbarkeit wächst das Gottvertrauen und das Stehvermögen. Und das wünsche ich dir. Und ein gesegnetes, herrliches Wochenende, herrliches Wochenende beschreibt ja mit dem Herrn, herrlich. Und dass du dich stärkst für die nächste Woche mit, im und durch das Wort Gottes. Alles Gute und bis nächste Woche in Jesu Namen.